In diesem Screen gibt es eigentlich wirklich nichts zu sehen. Ich weiß, das kommt jetzt überraschend. Denn bekanntermaßen haben die Nasen bei der Delik für gewöhnlich deutlich mehr auf Lager. Sowas sieht den Jungs doch gar nicht ähnlich. Doch es gibt hier wirklich nichts zu sehen. Ist es auch noch so unerklärlich? Denn seien wir mal ehrlich, dass der Screen so spärlich ausfällt, ist erbärmlich. Jetzt mal echt, ob das von Anfang an geplant war, denke eher nicht. Es gibt hier wirklich nichts zu sehen. Der Screen ist tot wie Bozos Oma. Ein Game Design technisches Koma, lahmer als ein Bildschirmschoner und nicht halb so unterhaltsam. Gegen ihn ist ja selbst Markus Lanz noch Balsam. Es gibt hier wirklich nichts zu sehen. Die haben noch wohl ne Meise, nur Wolken und Gleise. Kein Hotspot, nicht mal ein Easter Egg. Mal ehrlich, ist doch scheiße, es gibt ja nicht mal was zu tun. Und je länger ich hier verweile, umso mehr wächst auch mein Frust. Ich würde gerne irgendwas in kleine Fetzen reißen, den Computer mit Karacho durchs geschlossene Fenster schmeißen. Und dann springe ich hinterher, ganz ohne weiteres überlegen, um anschließend dann das Auto meines Nachbarn zu zerlegen. Wenn er mir dann krumm kommt, in die Magen zu treten. Und dann laufe ich mit erhobener Keule brüllend durch die Gegend. Und dann stoße ich mich vom Boden ab, denn ich kann dann auch fliegen. Ich bin der Hulk, ich mach euch platt, niemand kann mich kriegen. Und die Bullen sperren die Gegend ab und rufen: Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Es gibt hier wirklich nichts zu sehen.